Und damit ein herzliches Willkommen zurück, meine Lieben, zu WoW 1 bis 90 Leveln. Und wir hüpfen auch gleich schon mal in eine neue Instanz, nämlich Groll der Klingenhauer. Ich bin mit der Gruppe hier schon ein bisschen unterwegs. Das heißt ein bisschen, wir waren jetzt zwei Inis, ne? Mehr nicht. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier gerade, weil hier einige noch Quests offen haben. Und ich habe die Quests noch nicht gemacht und dann passt das natürlich perfekto. Und der Tank ist eigentlich richtig gut. Lässt sich super heilen. Ist auch ein Monk-Tank. Monk-Tanks sind sowieso die besten. Nein, so gar nicht Quatsch. Was rede ich denn da? Nein, ich muss sagen, ich mag eigentlich... Also wenn ich tanken muss, natürlich mit Monk, ganz klar. Aber am liebsten mag ich die Druiden-Bärchen. Ich weiß nicht, erstmal ist ein Bärchen. Ich liebe Bärchen. Sind so knuffig. Nein, ach Quatsch. nein, also ich mag sie einfach. Es ist halt mal der Druide und ich liebe die Druiden. Und es sind halt mal die Klassen, die ich am liebsten mag, die Druiden. Und ja, sie haben sehr, sehr viel geändert beim Bärchen zu dem, was früher war. Aber ich finde es völlig okay. Also ich kann damit umgehen, das ist okay für mich. Ich tanke damit und dann ist auch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich damit jetzt nicht tanken könnte, nur weil sie da was geändert haben oder sowas. Aber mit einem Monk, hier steht noch einer, Leute, und da kommt noch einer. Ach, da kommst du, Hallöchen. Plop, kriegst mal was auf die Maus. Auf die Maus. Kriegst mal was auf den Kopf, meine ich. Leute, mach doch mal erstmal hier alles kaputt. Guck mal, da hinten läuft noch einer mit, 2% und da puppt einer irgendwen an. Naja, gut, okay. Aber die Monk-Tanks finde ich auch sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Also auf jeden Fall hält man damit auch sehr, sehr gut die Aggro. Ich weiß nicht, habt ihr Tanks? Wenn ja, mit welchen tankt ihr am liebsten? Mit welcher Klasse tankt ihr am liebsten? Das würde mich echt mal interessieren. Ja, wie gesagt, also ich mag am liebsten eigentlich die Bärchen und danach die Monks eigentlich. Doch, ja. Also ich hatte auch einen Krieger und einen Paladin schon. Ich habe schon alles durchgehabt. Aber das sind so die beiden Klassen, die ich jetzt wirklich so sage. So, doch, die beherrsche ich. Die kriege ich hin. Die sind klasse. Die sind toll. Die gefallen mir. Die machen Spaß zum Tanken, ne? Es gibt ja immer noch weniger Tanks wie, wie TDs. Na gut, wäre auch irgendwo schlecht, wenn es mehr Tanks als TDs gibt. Ja gut, okay. Auf jeden Fall, ja, doch. Mit denen tank ich am liebsten. Sind ja auch jetzt noch mehr Charaktermodelle erschienen, ne? Es sind ja jetzt die Zwerge erschienen jetzt, ne? Die neuen Charaktermodelle von den Zwergenfrauen und auch von den Orkfrauen. Und, da meine Frage auch mal an euch. Wie findet ihr die? Was haltet ihr von den neuen Charaktermodellen? Vielleicht auch so allgemein, ne? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die meisten werden mich jetzt bestimmt köpfen, aber ich finde sie gut. Also, ich muss im Moment, bevor ich jetzt hier anfange zu schreien und die Hater-Kommentare unter das, muss ich vorher kurz erwähnen, ich liebe diese alten Retro- Stile, Modelle, es ist einfach so. Das ist WoW irgendwo, da hat man mit angefangen, das ist einfach WoW und ich liebe sie und ich werde sie auch bestimmt öfter mal wieder anschalten, weil in der neuen Beta, es ist aber noch Beta, meine Lieben, es ist noch Beta, in der neuen Beta wurde ja gesagt, dass, oder es wurde auf Venian auf jeden Fall gepostet, dass wir da die Möglichkeit haben, in den Einstellungen die alten Charaktermodelle zu aktivieren und die neuen zu deaktivieren und so weiter und so fort. Na, also wir können also auswählen, welche Modelle wir sehen wollen. Und ich bin auf jeden Fall eine, die auch mal so sagt, so, oh, doch, ich werde mal die neuen Charaktermodelle ausschalten. Ich weiß nicht, werdet ihr die Funktion nutzen? Werdet ihr auch so mal, die alten wieder einschalten? Oder sagt ihr vielleicht von Anfang an gleich, die neuen Charaktermodelle sind so pottenhässlich, die will ich nie anhaben. Das ist gut, wenn diese Funktion auf jeden Fall in das Spiel selber richtig, also nicht nur in der Beta, sondern richtig in dem Spiel drin ist. Und da werde ich auf jeden Fall diese Funktion nutzen und diese neuen Charaktermodelle ausschalten. Würde mich mal echt interessieren, was ihr davon so haltet. Also wie gesagt, also ich finde sie toll. Also besonders bei den Zwergenfrauen fand ich das richtig niedlich. Aua. 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 Aua.
ne? Sollten wir zu hingehen. In meiner Aua. Aua. bei den Zwergenfrauen, da sieht man sogar richtig etwas, so Fettpolsterchen an den Seiten. Also ich finde es niedlich. Gut, man wird sie sowieso nie wirklich nackig sehen, außer man spielt nackig. Aber ich finde es niedlich gemacht. Auf jeden Fall, die WoW kommt nun mal so langsam in die Jahre und die müssen auch irgendwo mithalten können mit den neuen Spielen. Na gut, ich sag mal so, das hatte ich auch irgendwo in den Kommentaren gelesen, da muss ich auch so ein bisschen zustimmen. MMOs, da wird ja nicht immer verlangt, ey, jetzt reicht es, jetzt hau ich den hier selber kaputt, ey. Komm. Leck mio, ey. So. Da wird ja eigentlich, das hatte ich in den Kommentaren gelesen, es wird ja eigentlich nicht von MMOs verlangt, dass sie eine super Grafik hinlegen müssen. Sehe ich eigentlich auch so. Es ist ja nicht so, dass es irgendwo im Gesetzbuch steht, so, ja, also MMOs, ne, die müssen immer eine geile Grafik haben, die dürfen nie so retromäßig sein, also, oder eben so wie WoW eben ist, eben gerade so noch. Ne? Sehe ich genauso, also. Wie gesagt, ich liebe auch die alten Charaktermodelle. Das ist, da bist du mit, ich wollte schon sagen, da bist du mit groß geworden. Ja, irgendwie schon, ne? Und wenn ich überlege, wie lange ich jetzt schon WoW spiele, das ist richtig, richtig krass, ey. Also so lange, also das, ich finde, wenn ein Spiel einen Spieler so lange fesseln kann, egal ob die Add-ons kacke waren, wie Cutter oder weiß ich was, oder MOP, ja. MOP, so. M.O.P. Doch, M.O.P. sag ich mal so, dann muss doch irgendwas dran sein an dem Spiel einfach, ne? Es ist auch einfach, ich weiß nicht, ich find's schön. Ich hab immer was zu tun gehabt. Teilweise war ja auch wirklich ich hab's heute wieder mit dem Verquasseln. Der Suchtfaktor ist ja, das war bei mir Note End, der war wirklich richtig derbe am Anfang. Ich muss ganz ehrlich, ich weiß, hattet ihr auch mal so eine Phase, dass ihr da wirklich WoW teilweise über alles ein bisschen gestellt habt? Hattet ihr mal so eine Phase, auch wenn sie vielleicht nur so 3-4 Wochen ging und dann ihr gesagt habt, oh Gott, ey, jetzt muss ich aber mal wieder lernen, ich muss jetzt aber wieder mal mich um meine Freunde kümmern oder irgendwie sowas, ne? Auf jeden Fall, hattet ihr mal so eine Phase eine Zeit lang? Muss ja nicht lang gewesen sein, aber hattet ihr mal solche Phase? Oder hattet ihr mal solch eine Phase? So, Deutsch lernen. So, auf jeden Fall, ich hatte mal so eine Phase. Also das war wirklich, das ging aber auch länger. Das war aber auch, da bin ich noch zur Berufsschule gegangen. Da hatte ich noch meine Ausbildung gehabt und alles. Und da hatte ich echt so eine Phase. Da muss ich aber auch sagen, da habe ich noch zu Hause gelebt. Ne? Da hat Mama natürlich alles gemacht. Mama war die Beste. Und, ja, ich glaube, deswegen kommt man dann vielleicht ein bisschen schneller rein, als wenn man jetzt zu Hause hier selber schon alles. Also jetzt muss ich alles selber machen. Kochen, backen, na gut, kochen macht eher so mein Freund bei mir zu Hause. Backen bin ich eher so der Typ, aber kochen kann er besser, muss ich ganz ehrlich zugeben. Alter. Aber auf jeden Fall, jetzt muss ich alles selber machen. Ich muss Wäsche waschen, ich muss sauber machen, ich muss mit den Hunden raus, blablabla. Und früher war es halt nicht so. Da hattest du Mama hat alles gemacht. Mama hat gekocht, Mama hat gewaschen, Mama hat deine Bude sauber gemacht, fertig, ne? Na gut, so krass war es nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine, ne? Und, ne, ich habe mein Account-Ding, Dankeschön. Aber muss ich hier irgendwas looten? Nee, nicht, aber okay. Hexe, was ist los? Komm nach. Mage meine ich, nicht Hexe. Komm ich denn auf Hexe? Auf jeden Fall, ich hatte mal so eine Phase. Ich hatte mal eine Phase, wo ich wirklich süchtig nach WoW war. Aber da war ich auch nicht alleine. Das war dann in meiner Ausbildung oder besser in meiner Klasse waren noch 3 andere. Und mit denen hatte ich mich dann auch... was machst du, Tank? Oh, Mensch, das Kinder erschreckt mich doch nicht, ey. Meine Güte. So. Da hatte ich mich dann auch mit ihm zusammengesetzt. Wir haben da auch geplant viel zusammen und haben zusammen auch viel gemacht und so. War richtig cool. Jetzt leider habe ich keinen Kontakt mehr zu denen, aber früher auf jeden Fall. Und das war richtig cool gewesen. Und da war es wirklich so, dass ich wirklich vieles vernachlässigt habe. Nicht nur Freunde sogar.
wenn sie gefragt haben, kommst du mit hier und jenes, weil ich mag nicht so Partys gehen. Ich bin nicht so der Freund von Partys gehen, da bin ich ganz ehrlich. Ich mag es gerne zu Hause mir einzusippeln, ne? Das habe ich ja auch schon öfter erwähnt, glaube ich, bei Twitter und Facebook. Ne, Facebook nicht, aber Twitter auf jeden Fall, da twitter ich ja viel. Da habe ich schon öfter dann halt mal erwähnt, dass ich da auch gerne so am Wochenende einen Sippel mit meinem Schatzi. Mein Schatzi trinkt den hier sein Bierchen, ich vielleicht mein Gläschen Weinchen oder auch mal ein Glas Wodka. Na, kommt drauf an, was halt da ist. Und, okay. Und, ich könnte eigentlich mit draufhauen, ne? Ja, und, irgendwie. Ja, also wenn die Freunde mich dann doch mal gefragt haben, willst du mal hier mit, willst du mal da mit, wollen wir mal das unternehmen, habe ich meistens immer abgelehnt. Ich habe dann mir sogar Sachen ausgedacht, nee, ich habe heute einen Termin, ich muss das machen, ich muss jenes machen und ich kann hier mal die Totens kaputt machen. Und deswegen, es war wirklich eine Zeit lang so und nachher hat es mir auch wirklich sehr, sehr leid getan. Also das erste Mal, wo es mir dann wirklich aufgefallen ist, weil ich habe mir dann wirklich auch, bin aufgestanden, WoW an, Und zu Bett gehen hatte ich auch WoW an. Also es war wirklich schon ein bisschen krass, ne? Und wo mir das erste Mal wirklich so aufgefallen ist, Lernen des Klosters, das ist sehr, sehr nice. Jetzt können wir also mit unseren Attacken heilen. Das ist sehr nice. Richtig. Mal kurz lesen. Ja, super. Also jetzt kann ich Schaden machen und damit heilen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall war hier nicht irgendwo der, dem wir folgen müssen. Ich glaube ja, oh, da muss ich ganz schnell sein und annehmen. Weil da schrecken die ja nicht zurück, die Leute. Und aktivieren das ja schon, dieses Nachlaufding da. Oh, mir fehlen heute die Wörter, Leute. War das? Hä, das war doch. Keine Ahnung. Eigentlich war das da. Oder auch nicht. Ein Freundchen Kupferstecher. Wenn du schon so viel pulst, kannst du auch gerne tun. Ich krieg dich geheilt, aber sei so nett und halt auch die Aggro. Das wäre natürlich richtig nice. 20 Tempo-Wertung weg. Ich kill dich. Oh, ey. Deck mir, ey. So, okay. Also ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren. So, 34 sind wir schon. Das ist ja richtig, richtig nett. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwann hat mal irgendeiner zu mir gesagt. Ich glaube, das war mein Bruder damals. Du spielst immer so viel WoW. Willst du nicht mal wieder mit mir was spielen? Das war, da war noch so ein bisschen kleiner. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, wie ich da rauskam. Ich kann es ganz ehrlich nicht mehr so ganz genau sagen. Auf jeden Fall hat es dann Knack gemacht bei mir. Und dann, es hat Knack gemacht. So wie es immer Knack macht. Knack. Nein, auf jeden Fall hat es Knack gemacht. Und dann, also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich spiele eigentlich schon noch sehr, sehr viel. Also jetzt im Moment gerade MOP nicht so viel, außer hier das Twinken halt hier, ne, was wir ja gerade hier machen. Und meine Raiden, ne, ich rede ja auch sehr viel gerne. Also Raiden ist ja sowieso, das liebe ich ja. Und, Raiden. Obwohl ich ja echt mal wieder sagen muss, ich hätte wieder mal richtig Bock auf Progress-Raiden. Aber ich glaube, da fehlt mir einfach die Zeit noch zu. Und ich sehe gerade, ich habe hier gar nicht meine Rollen drin. Warum haben wir nicht unsere Rollen drin? Kann mir das mal einer sagen? Das finde ich sehr, sehr unschön, muss ich ganz ehrlich zugeben. Warte mal. Zack, 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 zack. So. Jetzt können wir wieder rollen. Und rollen. Jetzt habe ich mich vorhin schon gesucht. Ich habe schon gefunden, dass ich... wo ist denn das Rollen hin? Sehr nett. Wie heißt der? Pandilia. Okay. Na gut, mein Name ist auch nicht der beste. Aber trotzdem. Ach ja. Ah. Ja, WoW kann wirklich süchtig machen. Das ist leider wirklich so. Aber wenn man da
gesundes Maß findet, dann ist das eigentlich schon, das kriegt man eigentlich hin. Das ist, ich denke mal so am Anfang, wenn man das vielleicht anfängt zu spielen, da hat man einfach so eine riesige, große Welt, wo man wirklich alles sehen will, alles entdecken will und das verleitet natürlich auf jeden Fall zum Spielen mehr, als wenn jetzt so, sagen wir mal, so ältere Spieler, die schon alles einfach kennen und alles wissen und sehen und gesehen haben. Ich denke mal, bei denen ist es nicht so krass und das kann ich nur so bestätigen. Bei mir ist das auch so. Umso mehr ich denn nachher kennengelernt habe, umso mehr ich denn auch wusste und konnte und machen und tun und wie gesagt, und dann halt auch einer gesagt hat, so, ne, Aminitra, so langsam, ne, du wirst da so, das ist ein bisschen viel, was du da spielst. Also dann, ja, dann ist es halt, dann nimmt diese Sucht einfach ein bisschen auch ab, einfach, ne. Es ist einfach so. Also finde ich zumindest, ich sehe es auf jeden Fall so, also umso mehr ich nachher dann auch wusste und kannte und so weiter und so fort, hat das dann auch auf jeden Fall nachgelassen alles, ne. Hab man weniger gespielt, dann ist man meistens nur noch angekommen zu Raids, ne, dass man da was schafft und so weiter und so fort, besonders ich halt, wo ich auch den Raidleiterin war und da die Leute da, geordnet habe. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ja, auf jeden Fall, da die Leute geleitet habe, so. Und dann halt ja auch die eine eigene Gilde hatte und gemacht und getan habe. Und Aminitra, du kannst jetzt mit deinen Attacken heilen. Das heißt, du kannst auch Schaden machen. Und ich glaube, das ist eine ganz nette Sache. Bang! Da liegt das Schwein auch schon auf dem Boden. Da liegt das Schwein. Da liegt das Schwein auf dem Boden. Yeah, da liegt das Schwein. Da liegt das Schwein auf dem Boden. So. Ein paar Kackfledermäuse hier. Ich meine Gralfledermäuse meine ich natürlich. Nicht Kackfledermäuse. Die Annie, die geht auch immer so ewig lang. Und ich sehe nämlich auch schon wieder, wir kommen so langsam schon wieder an unsere Grenze. Sind schon wieder so. Oh, einer hat DC, sehe ich gerade. Da hat einer DC. DC. Na. Zack. Ja, ich muss ja sagen, beim Monk heilen, da muss ich mich ja echt dran gewöhnen, dass ich immer diesen Strahl, den ihr hier seht, ne, das ist der beruhigende Nebel, dass ich den immer drauf habe und so halt dann meine anderen Attacken mache, so einhüllender Nebel so. Wenn ich den sonst so caste, dann ist es so, dann dauert das ewig, ne? Ihr seht das ja auch mal im Castbalken. Und wenn ich diesen Nebel drauf habe, dann wird es mein Spontanzauber. Und oftmals, wo ich da so angefangen habe, war es gar nicht so einfach, mich so daran zu gewöhnen, dass ich diesen Strahl auf drauf habe, ne? Zack und zack. Habt ihr gesehen? Dann wird das so ein Spontanzauber. Auf jeden Fall finde ich, dieses Heilen mit dem Monks ist auf jeden Fall eine ganz andere Sache als mit dem Druiden auf jeden Fall. Oder überhaupt mit einer anderen Klasse, wie auch Priester und so. Das Schöne ist einfach, du kannst hier auch, das finde ich mal richtig eine tolle Sache, du kannst auch jetzt hier Schaden machen und heilst damit die Leute, ne? Ich heile ja damit die Leute jetzt mit dem Schaden, das kriegt man ja mit Level 34, ja, wir haben es jetzt gekriegt, also 34. Auf jeden Fall, ich finde es eine geile Sache, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ach, wir sind gleich fertig, das passt doch, meine Lieben, das passt doch perfekt. Dann machen wir hier noch den Endboss und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch von euch dann. Nichtsnutzige Welpen, was mischt ihr euch ein? Was wir uns einbilden, wir bilden uns ein, dich zu töten. Jetzt kannst du mal sehen, wie das so funktioniert. So, wie viel Schaden mache ich denn als Healer? Yay, zweiter Platz! Ich bin der zweite Platz. Die Quest da unten auch noch nein. Ja, die können wir gerne machen. Aber wir machen gleich Schluss. Aber jetzt bin ich dritter Platz. So, meine Lieben, das war es. Und Finger für mich, den nehmen wir mit. Das war es, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, Vergnügen oder was ich auch immer. Ich freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Part auch wieder mit dabei seid. Das wisst ihr ja. Und ansonsten
hören und sehen wir uns natürlich im nächsten Part wieder. Ich sage dann nur noch, bleibt locker flockig und bis zum nächsten Mal. Ciao!